Eva Liedtke ist Vorlesepatin für die Kindergartenkinder in Brey. Hier ist es eine Geschichte über St. Martin, die die Vorschulkinder aus dem Breyer Vogelnest fasziniert. Die Arbeitsgemeinschaft Gut Altern in Brey sucht bewusst den Kontakt, auch mit der Grundschule vor Ort. Wir möchten Gutes tun, natürlich. Wir möchten vor allen Dingen Kommunikation schaffen zwischen den Breyer Bürgern und Bürgerinnen, von ganz klein bis ganz alt, und einfach dazu beitragen, dass die Menschen sich begegnen, dass sie Freude miteinander haben und dass, dass da so dieser Dorfspirit sich belebt. Dazu gehören auch Einkaufshilfen und Fahrdienste. Die Ehrenamtlichen platzieren sich auf den Parkplätzen der drei Supermärkte an der B9 und stehen Gewehr bei Fuß zum Einkaufen, Tragen, Verladen und nach Hause fahren. Zweimal in der Woche wird dieser Service angeboten. Die Arbeit der 12-köpfigen Gruppe ist primär auf Senioren ausgerichtet. Das läuft schon seit 11 Jahren so. Über den harten Kern hinaus wurde eine Ehrenamtsbörse ins Leben gerufen. Termine werden bekannt gegeben, wie zum Beispiel zur Friedhofssäuberung. Anneliese Schut ist hier die Projektleiterin. Und die Zahl der Freiwilligen ist groß. Der gute Geist bewegt. Mehrfach im Jahr erfolgt eine Grundreinigung. Die Wege und Zwischenräume zwischen den Gräbern werden gesäubert. Und auf Wunsch werden Gräber gepflegt, neu bepflanzt oder gewässert. Eine willkommene Hilfe für die ältere Mitbürgerschaft, die dies nicht mehr leisten kann. Im Friedhofsgebäude hat die Arbeitsgemeinschaft die regelmäßige Öffnung der Toiletten möglich gemacht. Ruth Blecher hat den Schließ- und Reinigungsdienst ehrenamtlich übernommen, sodass Friedhofsbesuchende, aber auch Wanderer ihre Notdurft verrichten können. Beetpatenschaften gehören zum Angebot der Initiative. Es wird auf ökologische Bepflanzung, Bienenfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Sauberkeit geachtet. Seit mehr als 10 Jahren ist das gesellige Mittagessen im Gasthaus Rheingold ein wöchentlicher Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger im 1600 Seelendorf. Die 100-jährige Annie Hoffmann ist fast immer dabei. Denn es macht Spaß, unter Menschen zu sein. Es wird geklönt, geflaxt, aber auch Informationen werden ausgetauscht. Das ist Gut Altern in Brey. Alles, was, ich sag mal, Gemeinschaft fördert, belebt den Ort. Denn so ein Ort wie Brey ist noch ein Dorf. Ja? Und wir müssen alles tun, dass auch dieser dörfliche Charakter des nachbarschaftlichen Miteinanders auch erhalten bleibt. Und da ist so eine Initiative ganz wichtig dazu. Jeden dritten Donnerstag im Monat wird seit 2012 ein Spielenachmittag angeboten. Hier trifft man sich, schließt Bekanntschaften, sogar Freundschaften sind schon entstanden. Alexandra Auer öffnet dafür ihr Haus. Sie arbeitet in der Pflege und weiß nur zu gut, wie wichtig Kontakte sind im Alter. Auch Herren nutzen die Gelegenheit zu Geselligkeit und Kurzweil. Und Denksport ist gleich vielfach effektiv. Dank Gut Altern in Brey gibt es nur Gewinner. Wir bekommen immer wieder ganz positive Rückmeldungen von ach wie schön und endlich bis hin zu ich habe immer schon drauf gewartet. Also es ist ein sehr positives Echo eigentlich auf unsere Aktion. Und die Angebotspalette wird sukzessive erweitert. Christoph Rauland lädt nun wöchentlich zum Silver Surfing. Der pensionierte Polizist erklärt Smartphone-Funktionen. Auch das fördert Kommunikation. Hilfreiche Anleitungen sind ebenso wichtig wie Warnungen vor Betrugsmaschen und ähnlichen Unannehmlichkeiten. In Brey lässt es sich dank dieser Arbeitsgruppe nicht nur wegen der idyllischen Lage am Rhein gut altern.